Ja, weiter geht's mit Alaskan Road Truckers. Heute endlich mal mit dem Controller. Und ich bin gespannt, wie es damit schön smooth um die Kurven geht. Und es geht weiter. Ja, zuletzt waren wir nach einem Auftrag direkt in der Nähe. Da, wo wir abgeliefert haben, gab es einen Parkplatz. Ich habe erstmal schön ein bisschen gechillt, mir ordentlich was reingepfiffen hier. Jetzt gucken wir erstmal direkt, ob das hier läuft. Ja, ich kann nach links und rechts gucken. Ich kann mich einmal rumdrehen. Ich könnte interagieren. Lösen. Motor starten. Löbt, jawohl. Also, das ist auch schon mal ganz gut. Es wurden ein paar Updates gezogen. Also ich bin gespannt. Also das Aussteigen, das wollen wir nicht. Es wurde geupdatet. Und ich glaube, mir fehlen auch ein paar Sachen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie komme ich denn jetzt in den Rückwärtsgang? Hey, hey, hey. Okay, das ist der Vorwärts, das ist der Rückwärtsgang. Erstmal dran gewöhnen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das so die ganze Zeit haben will. Lenkt er? Nee, so nicht. So guckt er, so guckt er. Okay, da muss ich wahrscheinlich in den Einstellungen noch was machen. Das ist Licht. Ah, da haben wir die... Ne, das brauchen wir nicht. Da haben wir die Außenspiegel. Und die gibt es in verschiedenen Variationen. Also fest oder so weich. Wir nehmen die weichen. Das ist doch ganz cool. Und jetzt lenkt er auch auf einmal. Okay. Ach, er dreht seinen Kopf auch dahin. Kein Unfall. Oh, das war... Nein, kein Unfall. Oh, ho, ho, ho. Knappes Ding. So, zurecht, Marsch, Marsch. Perfekt. Er dreht den Kopf also automatisch dahin. Ja, sehr gut. Jetzt gucken wir aber mal eben, bevor ich losfahre, auf die Map. Wo geht es denn hin? Wir sind hier unten. Hier hatten wir den Auftrag Salana. Was haben wir denn hier? Da können wir noch nicht hin. Da können wir auch nicht hin. Hier war ja so ein kleines Industriegebiet. Und vielleicht können wir hier auch... Können wir hier auch noch... Da sind Motels. Noch ein bisschen einkaufen gehen. Hier, erforderlicher Ruf nicht vorhanden. Erdöl und Diesel. Aber ich sehe keinen Preis. Hier ist einiges. Oh, 100 XP, Fahrzeit, easy, easy, easy. Also hier könnten wir einiges abholen, das können wir alles noch nicht, das auch noch nicht. Ich frage mich natürlich, wo Autoteile, Truck and Rigs, Werkstatt, Autoteile wegtransportieren. Was haben wir da noch? Pipeline-Komponenten, das ist schon ein bisschen... Schwieriger, maybe. Aber das gucken wir uns doch einfach mal an. Fahren wir mal hoch. Und ich bin gespannt, wie das jetzt läuft hier. Schön entspannt im Controller. Ich muss erstmal echt wieder ein bisschen klarkommen damit. Denn ich fahre so selten damit. Oder ich nutze einfach sehr selten Controller. Aber ich kann jetzt schon sagen, es fühlt sich weicher an. Ja. Und er guckt halt praktischerweise auch dahin, wo er muss. Ich kann das natürlich noch mit der Taste extra korrigieren. Guck mal, da vorne sind so die Hitzeeffekte, ne? Kann das sein? An der Scheibe so ein bisschen? Einfach so ein bisschen verschwommene Scheibe. So, up get it. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken. So, wir haben alles im Blick. Perfekt. Aufs Tempo. Wo war denn die Bremse? Einfach in den Rückwärtsgang. Ist das the way to go? Einfach in den Rückwärtsgang. Motor ausmachen. Motor starten. Ne, das ist auch nicht. Das ist auch nicht der wahre Weg. Okay, dann nehmen wir zumindest den Rückwärtsgang sozusagen rein. Und das Navi sieht irgendwie anders aus. Warum sieht das Navi anders aus? Ich sehe gar nichts mehr. Alter, was ist denn los, Game? So.
Wir kommen, glaube ich, so ganz gut in die Kurven. Was sagt denn das Tempo? Ich glaube, hier gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das macht das Ganze nicht leichter, sag ich dir. Oha! Das macht das wirklich nicht leichter. Och nö. Ich dachte, das wird gleich so schön schmus und weich. Oh, da muss ich ja ganz vorsichtig hier eine Penömpels ziehen. Alter, dass ich das hier nicht übersteuere. Ich bin sofort runtergegangen. 25 km/h hier. Ganz easy. Also, zum Glück haben wir da vorne noch... Also, ich hock da ja vor. Zum Glück habe ich hier noch... einmal die Anweisung, wo ich hin muss. Links abbiegen. Ja, hier ist das direkt. Okay. Dann fahren wir mal links rum. So, das fährt sich doch so eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ja, ich bin falsch gefahren. Ah, dann wenden wir doch direkt. Hier müssen wir nicht hin. Oh! So. Er macht immer noch so einen Satz nach vorne. Wenn ich jetzt rückwärts fahre. Siehst du? Erst nach vorne. Und dann geht er in den Rückwärtsgang. Das ist ein bisschen tricky. Also wenn es ganz spack wird. So. Die nächste Ampel. Da muss ich hin. Ohne Witz, ne? Also diese Markierung immer, also dieses Piepsen, ne? Dieses Bümp. Ja, also ich habe echt das Gefühl, dass es jedes Mal. Dass es jedes Mal eine Fehlermeldung ist. Ja, fährt er oder was? Beziehungsweise, was heißt Fehlermeldung? Einfach nur ein Strafzettel. Dass ich jedes Mal einen Strafzettel für irgendwas bekomme. Ich weiß gar nicht wofür. Ich bin ganz leisure unterwegs, ganz oft entspannt. So, wo geht es hin? Wo geht es hin? Da ist ein Hotel. Muss ich da rüber oder was? Ich muss mal ranzoomen hier. Wir sind in Tok. Alaska Tok. Wer kennt es nicht? Ich kann, glaube ich, nicht. Alter, ich kann nicht weiter ranzoomen. Das hier ist der Auftrag. Firmen. Wales & Co. Pumpstation. Das ist aber wenig, ey. Aber es ist auch nicht so lang. 2000 Ocken. Easy Mode. Ich glaube, das Schwierigste ist, es einfach zu finden. Okay. Bevor ich jetzt hier länger stehe, wir fahren mal da vorne irgendwo hin. Und vielleicht ist es ja da hinten irgendwo. An dieser Tankstelle. Alter, jetzt ist hier 15. Du kannst auch bald stehen bleiben, ne? Oder hinten ist noch jemand gewesen. Wir fahren hier erstmal rein. Ich guck mal. Vielleicht hat ja die Person, die da steht, einen guten Auftrag. Wir nehmen einfach alles an. So. Komm ran hier. Muss ich noch tanken? Ich bin halb. Ich bin auf halb. Ich tank mal nicht. Ich bleib erstmal hier stehen. Alter. Perfekt. Handbremse. Und aussteigen. Ich bin aber echt nicht so der Fan davon, ne? Vom Controller, ey. Moinsen, Grüße. Ja, das sieht doch schon so aus, als ob das überhaupt nicht funktioniert. Hallo? Aufträge? Gar keine? Dann halt nicht. Mahlzeitmeister, ich habe ein bisschen Knast, Alten. Also ich bräuchte mal so eine Pizza und ein bisschen was zum Snacken. Guck mal hier, Lebensmittelregal. Ich würde mal ein paar Chips nehmen. So, Dosenfutter, boah, weiß ich nicht. Chili mit Bohnen, das sieht auch immer gut aus. Jawohl. Schoki geht auch immer klar. Ein paar Erdnüsse, Alter, auf jeden. Die nehmen wir direkt zweimal oder dreimal. So, was haben wir denn das hier? Frühstückskombo.
Preis 14 roh. Wat roh. Was gibt's denn noch hier bei dir, Alten? Lebensmittel, Tiefkühlpizza, kosten 20 allen. Naja, aber ich sollte mir ja vielleicht mal was gönnen, ne? Was Richtiges, was Reelles, was auch irgendwie Nährstoffe hat. So eine Tiefkühlpizza, oh, schön zwei Stück. Perfekt, Alten. Joa, brauche ich noch was zu trinken? Saft, Energy, Wasserflasche. Oh, bleiben wir erstmal bei der Wasserflasche, Alter. So. Oh, Taschen sind voll. Ja, das war's eigentlich schon. Ich würde sagen, Hause rein. Brauche ich noch was? Kühlmittel, Motor und so weiter. Leinentuch. Wird zum Aufwischen von verschütteten. Okay, Luftfiltersicherung, Kratzer. Beef Jerky, Alten. Und hier gibt's auch noch ein paar Würstchen oder was? Hot Dogs. Corn Dog. Alter, plus 10% Ernährungsenergy. Nee, Alten, lass mal. Dankeschön, ey. So, Lieselotte, wie ist das bei dir? Brauchst du, wollst du, soll ich? Nee, offenbar nicht. Wer nicht will, der hat schon. Dann ab in meine Karre. Und erstmal hier alles verstauen. Eppa. So. Halbes Hotel hier hinten, ich sage dir, ey. So, und kriegen wir das alles da reingeballert? Ja, nicht so richtig. Geht hier noch was? So, Tiefkühlpizza, Wasserflasche, zack, zack, zack. Und weißt du was, weil wir gerade da waren, so ein paar Erdnüsschen, Alten, die ziehen wir uns mal direkt rein. So, Affen, geil. Perfekt, so, weiter geht's. Wir brettern erstmal wieder los und ich sage dir, wie es ist. Ich bin einfach mit Maus und Tastatur deutlich bequemer unterwegs. Das fühlt sich auch einfach besser an, ne? Alleine schon das Hin- und Her-Gegucke hier mal eben mit der Maus. Zack, zack, links, rechts. Das ist einfach viel besser. Ich mag das gar nicht so mit dem Controller. Das ist alles so träge, ey. Ach, nicht so ganz das Wahre. Nee, dann lieber so. Und auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen tricky wird hier mit dem... Alter, was eine Karre hier. In Gold. Wenn das ein bisschen tricky wird, manchmal mit dem Lenken. Trotz allem lieber auf die Art hier. Ja, kein Auftrag in Sicht. Wir fahren rüber. Ich hoffe, ich werde nicht hier weggerammt. Sieht gut aus. Hoppala. Nein, nein, nein. Siehst du da? So viel dazu. Da vorne fahre ich hin. Da hinten ein bisschen rein. 25 km/h. Aufpassen. Ja, irgendwas war hier schon wieder. Irgendwas war hier schon wieder im Argen, ey. So, wo sind wir jetzt hier? Warte mal, komme ich nicht von hier? Ich bin doch hier an dem Laden gerade vorbeigefahren. Ich komme von hier. Wo hatte ich denn gerade? Aber da gibt es auch einen Job, ne? Weißt du was? Wir fragen mal hier nach. Vielleicht haben die ja Arbeit für uns. Muss ja immer gucken. Immer ein waches Auge. Zack. Ob man nicht irgendwo einen Job erledigen kann. Mahlzeit! Einen wunderschönen guten. Hör mal, Meister, hast du einen Job für mich? Nee, auch schon wieder Müll entsorgen? Was? Das ist aber ein easy Job, oder? Angenommen. Hör mal, da lohnt sich ja fast das Ankoppeln nicht, ey. Da ist doch nicht viel Müll dabei, ey. Oh, da muss ich aufpassen, ey. Das ist ja wirklich ein extrem Kurzstrecke-Job. Zack, zack. Das muss jetzt aber alles lüppen, ey. Also, auf für 300 noch was tanken. Wir haben auch nur 36 Minuten. Lol. Das ist ja wirklich knapp, ey. Das ist ja wirklich knapp. Aber das Ankuppeln, ne? Das macht schon richtig Bock. Das macht wirklich Bock, ey. Das finde ich cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich fahre noch mal ein bisschen näher an die Mauer. Da hinten ist er. So. Jetzt bin ich zu nah dran. Rum. Dreh doch schneller. Ei. Er ist aber auch ein bequemer Dude, Alten.
Alter, so langsam wie er da am Kurbeln ist, ey. So. Kommen wir langsam dran da mit dem Pin. Ich weiß gar nicht, wo ich hier stehe, ey. Ansonsten muss ich doch, da kommen wir gleich ran. Da sind wir aber ein bisschen dran vorbei. Wie kriegen wir den denn? So, jetzt. Rückwärts. Stopp. Perfekt. Aus. Motor aus. Haha. Geh doch. Gewusst wie. Und dann. Rams. Da lüppt der Lachs auch. Sehr schön. Okay. Dann hier alles wieder dran tüdeln. Schön verkabeln. Nach fest kommt ab. So. Jo. Steckt. Jo, der Rode auch. Perfekt, hochgekoppelt. Wir haben noch 16 Minuten. Alter, kriegen wir jetzt gleich eine Strafe? Weil das so knapp war, oder was? Dann fange ich aber an zu meckern hier. Wo soll das denn hin? 15 Minuten, allein das Ankoppeln dauert ja länger. Jetzt aber schnell, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss jetzt hier die Straße runter? Alter. Ich weiß gar nicht, Alter. Also jetzt mal ernsthaft. Wie soll das denn gehen? Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Nicht mal, wenn ich der allerschnellste Ankoppler persönlich bin. War ich nicht. Das war schon so. Ich habe auch übrigens überhaupt keine Zeit und überhaupt keine Nerven jetzt dafür. Ich habe noch 8 Minuten Zeit. Was ist denn das für ein Auftrag, Alter? Nee, das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht zählen in dem Moment, wo ich den Auftrag annehme. Das muss doch zählen, wenn ich losfahre, oder wann? Ihr macht mich doch fertig. 5 Minuten? Wenn ich jetzt gleich eine Strafe kriege dafür, ne? Ich kriege gleich eine Strafe. Ich bekomme 300 Mark, muss man ja bald sagen. 300 Flocken. Ei, 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 ei. Und dann bin ich jetzt schon im Defizit. Alter, das werde ich nie wieder machen, ne? Das werde ich nie wieder. Also solche Dinger. Mission abgelaufen. Frist für die Lieferung ist abgelaufen. Du kannst die Fracht immer noch abliefern, um eine Strafe zu entgehen. Ja. Das ist ja sehr nett. Um einer Strafe zu entgehen. Also das ist ja, das machen die doch extra. Das ist doch ein abgekartetes Spiel. Das ist doch deren Idee. Und jetzt kriege ich gleich noch ein Knöllchen, weil ich hier zu schnell gefahren bin. Rum! Alter! Er kurbelt sich aber auch ein Heißen hier. Alter Falter. Rum, aussteigen, stopp, nein. Motor, Bremse, Sachen. Oh. Moment. Drück das Ding, muck das Ding out und jetzt raus. Und dann runterlassen und zu dem Dude. Kurbeln. Alter, 6 Minuten. 6 Minuten. Kann ich das jetzt nicht, kann ich das nicht trennen oder was? Komm, mach weg das Ding, Alter. Das Ganze rumgekurbelt. Guck mal, wie lange das braucht. Das braucht länger als die Fahrzeit war. Jetzt überleg dir mal sowas. Weil die Animation 3 Stunden ist, Alter. Dass ich mir den Kabel abstöpsel und dann wieder dahin stöpsel. So, geht das jetzt ab hier? Bam. Alter, ich bin schon lange hier gewesen, ey. Strafe 43. Puh, zum Glück nicht so viel. Ich hab schon gedacht, ne? Ich hab schon gedacht, 6 Minuten überzogen. Jetzt lässt er mich hier so richtig leiden. Nee, das geht ja mal gar nicht, Alden. Was sagen denn die Kohlen allgemein? Was hab ich denn jetzt an
Bin ich denn so einigermaßen LKW-Fahrer? Oh, ich habe ja auch noch Skillpunkte und sowas. 17.000 Geld. 17.000 Geld. Jetzt gucken wir mal. Persönlichkeit. Gewährt Zugang zu deinem eigenen... Okay, das haben wir ja schon. Stammkunden, nicht genug Punkte. Ich brauche sowas hier. LKW-Führerschein. Genau. LKW-Führerschein A. LKW-Fahren. Mechanisch. Ermöglicht es dir, grundlegende Reparaturen durchzuführen. Alles Schnickschnack. Wir brauchen als allererstes... Wobei, das wird bestimmt auch noch interessant. Wir brauchen erstmal sowas. Bereits bestanden. LKW-Prüfung. Nicht genug Punkte. Wo bekomme ich denn? Ach, hier. Ach, hier. Oh, das ist aber cool. Wir skillen hier so langsam. Nebenbei. Das ist eine witzige Idee. Und dann mit den nächsten Stufen kann man die dann hier verteilen. Ja, das ist cool. Sehr schön. Lizenz A. Wir können alles andere ausmachen. Auch sehr praktisch. Und jetzt haben wir hier alles die A-Lizenzen. Hier, wo wir sind, leider nicht ein Auftrag für uns. Das heißt, wir müssen erstmal zurückbrettern. Und dann kommen hier wieder die Aufträge in den verschiedenen Stunden und so weiter. Ich würde den hier gerne machen mit dieser Pumpstation. Ich weiß bloß nicht, wo. Ich marker den nochmal an. Vielleicht finde ich ja jetzt nochmal den Weg dahin. Und wir brettern direkt nochmal hin. Aber so ganz kurze Teile, ne, die mache ich nicht nochmal. Das ist ja Abzocke. Zack. Zündung. Nee, das ist ja wirklich Abzocke. Also da fühlst du dich ja, das ist ja wie im Real Life, Alter. Termingeschäft von da bis da, da musst du da sein und dann stehst du einfach mal 3 Stunden lang im Stau. So. Keine Chance, pünktlich zu sein. So, und wieder zurückkurbeln, jetzt schon. Siehst du? Alter, wie er so langsam, er kurbelt einfach, ne? Kann ich das eigentlich einstellen? Steuerung, Kameraempfindlichkeit, nee, Tastendruckempfindlichkeit, Alten. Deine Tastendruckgeschwindigkeit, deine Kurbelgeschwindigkeit ist ja unterirdisch. Was ist denn mit dir? Du kurbelst ja, als ob du, keine Ahnung, schon 12 Jahre in Rente bist, Alten. Vibration. Das macht er einfach nicht, ey. Lenkrad. Maus und Tastatur. Lenkrad. Ich werd weich, ey. Ich sage dir. Nee, nicht so wirklich. Ja, Lenkrad, Alten, ne? Ich glaube, im Lenkrad ist das natürlich wieder was anderes. Da kannst du schön... Da fühlst du das natürlich auch. Am besten mit so einem Knauf. Schön am langen Arm. Schön kurbeln. Hoppala, wo bin ich schon wieder hier? Da geht das natürlich. Aber hier mit den Tasten? Hartes Business. Einfach ein hartes Geschäft. Also ich muss ja sagen, die Grundidee, ne? Die schmeckt mir ja schon hier, ne? Die schmeckt mir ja schon. Sehr, sehr, sehr cool im Großen und Ganzen. Auch das Ganze so ein bisschen, also das Ganze, solche Sachen, solche Elemente, die würden mir zum Beispiel in ETS oder sowas sehr gefallen. Wenn da einfach mal ein bisschen mehr ist. So, wir fahren erstmal wieder schön langsam. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß auch gar nicht, guck mal da unten. Oh mein Gott, was ist denn Ditte? Ich fahre mal direkt zur Tankstelle. Ich muss irgendwas bestimmt machen. Kühlung oder sowas? Das sieht doch aus wie eine Kühlung vorne. Oh, da müssen wir mal gucken. Und mein Auftrag sagt ja auch hier vorne die nächste rein. Jetzt ist hier 15 km/h. Oh wait, war der da hinten? Nee, der Auftrag ist hier vorne erst rein. Hier auch nicht, ne? Nö, Stoppschild nicht überfahren. So, so langsam, ne? Ja.
Ich hab das ja genau mitgekriegt hier, was ihr sagt. Ich kann nicht fahren und so Sachen. Wenn er will, da lübt das Ganze auch. Hoppala, nicht so schnell. Da war ich doch schon hier in diesem Hotel. Warte mal, wo war denn die Tankstelle jetzt hier? Irgendwo hier hinten war doch der Auftrag. Ich bin auch da schon wieder dran vorbei. Ich sehe keinen Auftragsdude. Da ist auf jeden Fall eine Tanke. Alter, ich würde es ja gerne mal testen. Ne? Hier einfach querfeldein. Komm, ich mach das jetzt. Ich würde es einfach testen. Guck mal, und es geht doch. Und es geht sogar gut. Es geht sogar wirklich gut. Weißt du was, ich tank auch noch mal ein bisschen. Wo wir gerade hier sind. So, ein bisschen näher ran. Laden. Und perfekt. On point. Alter. Als ob er hier Mr. Tankwart wäre, ey. So, erstmal ein bisschen tanken. Wir brauchen Benzin. So, rein das Ding. Und dann brauchen wir mal so 'n das hier? Jetzt geht er nicht hier, oder wie, oder was? Geht nicht. Muss ich vorher einstellen, oder was? Du hast für 20 Tacken 4, noch was getankt. Lol, das war die Voreinstellung. Ich mach mal 30. So war das. So, gib ihm. Bam, 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 bam. So, 27, noch was Gallonen getankt. Perfekt. Siehste, läuft. Kurzer Blick. Ist immer noch zu wenig, ne? Das ist einfach gar nichts, Alter. 30 Gallonen. Das ist einfach gar nichts. Aber ich muss gucken, was hier mit der Karre ist. Was ist denn da? Ach du Schande, ich sehe es jetzt schon. Ach, guck mal hier. Ach, wie das aussieht. Guck mal, Öl. Öl, okay. Was haben wir denn hier unten noch? Sicherungskasten. Nee, doch. Kann ich hier wieder runterhalten, bitte? Ich würde mal erstmal einen Blick werfen. Ach, nee, lass doch offen. Lass mich doch mal gucken. Er steigt sofort da wieder drauf, alles klar. So, Kühlmittel. Ich glaube, Kühlmittel muss ich nachfüllen. Nee. Wo ist denn dieses Zeichen? Motor. Dafür brauche ich Werkzeug. Sicherungskasten. Das war's, ne? Kühlmittel. Öl. Ich glaube ja, ist das Kühlmittel. Ich glaube, es ist das Kühlmittel. Also so wie das hier aussieht, ich glaube, ich kann das, da ist schon diese Anzeigen, zeige. Das sieht doch aus wie der Kühler vorne, ne? Der kleine gelbe Punkt da unten. Als ob das ein Kühlerzeichen ist. Von daher gucken wir mal eben, gehen wir mal kurz rein in den Laden und fragen mal nach Kühlmittel. Ja, sag mal, Alten, bei mir leuchtet da so eine gelbe Lampe, Alten. Meinst du, das ist Kühlung? Hast du Kühlmittel? 36 Tacken. Ich bin nur am Cashen hier bei dir, ne? Motoröl. Was brauchen wir noch? Werkzeugs... Alter. Sicherung. Luftfilter. Leintuch. Klar. LKW-Batterie? Seriously? Und Kratzer nehme ich auch noch mit. Heute ist dein bester Tag, Alten. Ich bin dein bester Kunde. Jetzt gib mir doch mal, so eine Schocke oder so, Alten. Ich hab dir den ganzen Laden leer gekauft. Du bist, Alter, das ist ein unglaublich geiziger Mensch, Alten. Das kannst du dir aber auch nicht ausdenken. So, komm ran jetzt. Was muss ich denn jetzt hier? Wir gehen mal davon aus, von der Kühlkummer hier. Aufgießen.
So. Schön. Lol. Öl. Ah, etwa das Öl. Es war einfach das Öl. Ist das dann zu viel? Hier ist ja der Sollbereich wahrscheinlich, ne? Ich lasse das mal so. Was haben wir hier noch? Alle Sicherungen sind intakt. Öl, Kühlmittel. Gibt's noch was? Da hinten? Da, Motor. Full repaired. Plus 300. Lol. Erstaunlich. Erstaunlich. Ja. Und jetzt müssten wir ja Fahrer Skillpoints. Skillpoints im Mechaniker-Dasein bekommen. Bedeutet also, im Umkehrschluss tauschen wir gerade Werkzeug in Skillpunkte. Verbrauche ich das Werkzeug? Ich hoffe nicht. Inventory? Ja doch, so einigermaßen schon. Verbleiben 2 von 3. Also ich verbrauche schon so irgendwie Werkzeug, verdientes Geld, tausche ich quasi gegen die, gegen das Reparieren und so Sachen. Das schon irgendwie. So, wo kann denn das alles hin? Kann ich das Werkzeug da oben alles reinkloppen? Puh, da ist nicht wirklich viel Platz. Kann ich das hier reinmachen? Da ist auch nicht viel Platz. Aber hier ist auch die Pizza drin. Also, wir machen nochmal das Kühlmittel hier rein. Motoröl. Die Wasserflaschen raus. Werkzeug, Sicherung. Tiefkühlpizza raus. Oh, ich habe hier sogar noch. Und eine Winterjacke. Und die Winterjacke kommt auch raus. Und dann kommt hier noch ein Luftfilter rein und die Batterie. So. Und die anderen Sachen. Leintuch. Kratzer. Mantel. Und passt das hier noch alles rein? Nö. Ja, hilft alles nichts. Verdirbt in... Oh, es vergammelt. Es vergammelt. Dann kochen wir uns auch direkt mal die Pizza hier. Dann machen wir das doch fertig. So, wo können noch die Wasserpullen hin? Ich habe keinen Platz mehr für die Wasserpullen. Dann behalten wir die Wasserpullen einfach in eine Tasche. Eine geht da noch rein für Notfall. Mikrowellen essen. Schön die Pizza reinsnacken. Perfekt. Wasserflasche. Läuft. Okay. Und jetzt sind wir startklar. Und können quasi wieder on the road. Was für ein ganzes Geraffel, oder? Es war heute schon ziemlich viel Geraffel. Vor allem mit dem Reparieren. Also das Reparieren, das hat mir heute schon so ein bisschen den Rest gegeben. Aber es ging. Und ich habe immer noch nicht den Auftrag gekriegt. Ich habe noch nicht, ich weiß nicht, wo der Auftrag ist. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Auftrag suchen. Nächste Mal, nächsten Auftrag. Und dann gucken wir mal, was da geht. Irgendwo gibt es den nächsten Auftrag, der auf uns wartet. Und dann geht es on the road again. Bis zum nächsten Mal.